Willkommen zurück zu Miitopia! Wir futtern, bevor wir losgehen. Denn wir haben in der letzten Folge schöne Sachen bekommen. Schleimgelee, Sternchen. Zerschmilzt langsam im Mund. Luxus pur. Das krieg ich. Unglaublich lecker! Gib her! Spann dich, die anderen kriegen auch nochmal was. Ja, ganz okay, findet Maike. Was haben wir noch so? Schleimgelee kann der Danny mal probieren. Den mochte er. Schön. Müssen sich alle freuen. Gib her, Mann. Gib her. Am Freddy, du kriegst jetzt auch mal hier was Cooles. Hochzufrieden ist er. Schön. Gut, jetzt wo wir alle gefressen haben, können wir uns aufmachen auf neue Abenteuer. Let's... Oh, warte, bevor wir es machen. Merke ich gerade. Vielleicht sollen wir die Reihenfolge ändern. Ich wollte mich auch noch mit Freddy ein bisschen weiter anfreunden. Ja, let's go. So, nun können wir zur Truhe. Ich kippe gleich um. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Wow, eine riesige Truhe mit einem Kupferzauberstab. Nice. Ja, ist besser als nur ein Besen, ne? Ein Kupferzauberstab. Schön. Passt unserem neuen Outfit. Mir ging's schon besser. Reißt sich zusammen. Drei Kobolde. Die werden mir noch kein Problem mehr sein. Oh, Danny wird mir angeben. Vom Ebenbild von mir. Interessant. Komm, ich helf mal aus hier. Heia, Feuer! Schön. Freddy macht den anderen noch down. Und er darf aber noch angreifen. Oh, nicht auf Freddy. Oh, Maike will angeben. Alles klar. Easy peasy. Und Danny kriegt dann auch nochmal Level 3 endlich. Schön. Fiese Falle gelernt. Stellt eine Falle vor dir auf, die gegnerische Angriffe aufhält. Oh, okay, hört sich cool an. Zwei Koboldschinken bekommen und weiter geht's. Es wird dunkel. Und wir finden aber dafür ein Gasthaus. Nice. In der Truhe war ein neuer Gegenstand drin für uns. Und ich und Freddy, wir erreichen zusammen Level 2, das flüchtige Bekannte, und können nun auch angeben. Auf einmal ist das Hintergrund hell, aber jetzt ist es wieder dunkel. Nice. So, jetzt können wir wieder tauschen, oder? Komm, ich geh mal mit Danny hier. Na, boah, ich habe schon ganz viel, so. Na komm, so ist auch noch ganz okay, denke ich. Was? Wieso wollen alle immer eine Banane haben? Das war eine Idee anders. Mann, nein, ich gebe euch allen keine Bananen mehr. Reicht. Gibt's nicht. So, hier, du kriegst das nochmal. Was? Du mochtest das nicht? Okay. Ja, du kriegst das. Mochte sie. Mhm. Mochtet ihr alle schon. Okay. Dann hier ist das. Rumzappeln. Und ich nochmal. Level 2. Nicht Level 2. Ach, das sind keine Level. Bin dumm. Egal. Stimmt. Wir haben keine Tickets mehr. Dagegen können wir aber ganz simpel etwas machen. Einfach nochmal zu Niki gehen. Ja, ein bisschen seltsam mit der Steuerung hier, wegen meinem Controller. Egal. Welcher Amiibo nehme ich denn mal? Ich nehme mal den Pac-Man, weil ich bei dem gar nicht weiß, ob der überhaupt ein Outfit hat. Es wäre sehr interessant zu sehen, ob der ein Outfit hat. Amiibo! So, hat denn Pac-Man ein Outfit? Nein. Alles klar.
Schon wieder 3 Spielscheine, falls wir es brauchen. So, in der letzten Folge hat man hier gesehen, man kann hier nach links. Das vergessen viele, habe ich so gemerkt. Bei anderen Let's Playern, die das Spiel spielen. Und deshalb mache ich das aber. Hast du Hunger? Wir sind fast da. Ich habe ein Loch im Schuh. Uff. Blödes Outfit, wenn da jetzt schon was kaputt ist. Genau, wir gehen nach links. Meine armen Beine. Ja, kenne ich. Wer greift uns da an? 2 Wolken. 2 Cumulus. Bam. Schön, 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 schön. Ich brauche mal neue Fähigkeiten, finde ich. Jetzt reicht's langsam. Ich brauche irgendwas, was mehr Leute angreift. Er heilt sich. Können die überhaupt angreifen? Gut gemacht, Freddy. Bam. Und jetzt. Bam. Er lebt noch. Das lasse ich nicht zu, dass du noch weiterlebst. Ich gebe von Danny an. Feuer. Dead. Nicht übel, oder was? Das war's wohl. Und Wolkenwatte erhalten. Kriegt man aber echt spät irgendwie. Ich will jetzt Hühnchen knuddeln. Kommt schon. Ich muss doch irgendwas geben. Tolles Wetter für ein neues Abenteuer. Ja, das Wetter ist echt spitze. Also, wohin wollen wir als erstes gehen? Nach Hause. Was? Hör mal, wir sind Abenteurer. Okay. Ich fühle mich spitze. Das finde ich nicht so gut. Was? Okay. Das sind aber sehr viele. Das wird ein schwerer Kampf. Vor Maike angeben. Ich weiß gar nicht, was das Angeben bringt, aber bestimmt werden wir das noch herausfinden. Bam, bam, bam. Verträumt. Und sie spielt mit dem Kobold. Er heilt sich wieder. Und ich spiele, Maike spielt mit dem Kobold. Danny hat die erste Schnuraktion. Harte Schale. Nur ein Damage. Erste Aktivaktion. Anfeuern. Du schaffst das, Mike. Ja. Oh, nice. Danke. Danke, Frederik. Das schaffen wir jetzt. Auf den Cumulus. Her. Bam. Oh. Bam! Die Wolke ist down. Verträumt. Nice. Und nun ist der andere Kobold auch Geschichte. Haben wir schon 33 gerettet. Cool. Danny und Co. waren siegreich. So viel dazu. Und ganz viel Essen. Schön, dass ich gerne. Ich bin so schnell wie der Wind. Eine Kiste. Mit 3 Spielscheinen. Nice. Und wir finden ein Gasthaus. Wo wir wohl nun gelandet sind. Du hast 10 verschiedene Nahrungsmittel erhalten. Cool. Wow, besonders. Eine Medaille erhältst du dafür. Freddy und Maike sind nun flüchtige Bekannte und können nun auch gegeneinander angeben. Freddy ist bei Danny noch nicht dran. Ja, komm, stecken wir die beiden wieder zusammen. Einfach weil Danny und Freddy sich hier ein bisschen besser kennenlernen müssen. Ansonsten der Rest passt. Jo! Och, warum wollen die nie irgendwas Cooles haben? Mein Gott! Gebt euch keine Bananen. Komm, ihr könnt futtern. Wolkenwatte. Leicht und wattig wie eine Wolke. Eine süße Wolke. Lecker. Was sagst du dazu? Auch lecker. Aha. Und was sagst du zum Schinken?
Sorry. Was sagst du der Wolkenwatte? Irgendwie war das mir klar, dass er es nicht mögen wird. Naja, jetzt haben alle gefressen. Und jetzt gehen wir bis zum Gambling. Oh, Bienenrüstung. Gib her! Kriegen wir nicht. Dafür kriegen wir aber Erfahrungspunkte. Ein weiteres Bonbon. Weil wir ja noch nicht genug von denen haben. Aber jetzt kriegen wir die Bienenrüstung. Ich wollte noch nicht zu früh was sagen, weil ich dachte, der geht noch ganz leicht auf blau. Nice. Was, die ist für ein Krieger, ne? Oh, das sieht voll cool aus eigentlich. Oh, das sieht voll cool aus, actually. Ja, dann kannst du sie tragen. Schön. Wollen wir nochmal spielen? Nee. Ich denke, es reicht. Einmal Schnick, Schnack, Schnuck geht noch. Komm, Freddy kann einmal Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Let's go! Schnick, Schnack! Schnuck! Schnuck, Schnuck! Ja, natürlich so eine Kacke, ja. Ah, dann nicht. Komm, dann let's go. Ja, man sieht's. Alle außer Danny kennen sich jetzt ein bisschen. Das müssen wir ändern. Also Danny und Freddy, meine ich. Und jetzt können wir nach links. Was gibt's denn hier? Das müssen wir rausfinden. Ich mag das Outfit von Michael. Brauche Futter. Jetzt kurz die Füße hochlegen. Ist Michael etwas schlecht gelaunt? Hat jemand gerade gepupst? Was? Okay, noch deshalb müssen wir hin. Na toll. Warte, was? Warum? Was? Villager-Felsen! Irgendwie passt das. Macht das überhaupt irgendwie Damage? Feuer gegen den Felsen? Im Pokémon würde es kein Damage machen, aber hier schon. Ja, die heilen sich. Wenn man früher vorspult, dann geht die Kamera so nach oben. Das mag ich irgendwie nicht. Deshalb spule ich eigentlich bei den Kämpfen kaum vor. Bam! Nice, Danny ist stur. Stur ist tatsächlich eine sehr gute Fähigkeit, Persönlichkeit in diesem Spiel. Komm, ich muss mal den Kumonus schwächen. Bam! Damit Danny den jetzt zack wegsweepen kann. Und du gehst auf den Felsen, please. Oder du spielst und kämpfst nicht. Ja. Ah! Ey! Danny heilt sich. War eigentlich gar nicht nötig, Danny. Hätte ich auch so heilen können. So, ein bisschen hier Heilung rein, ein bisschen MP rein für mich. Und ja, let's go. Greifen wir mit Feuer an. Neue Technik. Sprunghieb. Sprunghieb. Bam. Bam. Geschafft. Der Felsen rollt nun nicht mehr. Mike blickt woanders hin. Erster Beistand. Warnen. Vorsicht. Hä? Danke dafür. Und Danny wir angeben, denn das fliegt jetzt alle weg. Cool. Davon kommt das. Na, schönen Dank. Gerne. Nice. Weiterer Bosskampf geschafft. Juhu. Und wir halten beide Level 4. Ich und Maike. Schön. Blitz gelernt. Endlich eine neue Attacke. Trifft einen Gegner mit Blitzen. Wirkt auch auf seine Nachbarn. Ah, guck mal hier. Endlich mal eine Attacke, die weitere Gegner angreift. Und man kriegt auch ein Level up. Und die Bonuserfahrung kriegt diesmal Danny. Level 4.
Nice. Schön, schön. Felsenschoki-Sternchen, okay. Geil, Schokolade aus Felsen. Und schon immer mehr reinbeißen. Nom. Ja gut, ne? So. Du hast einen Brief erhalten. Lieber Mike, yippie, ich bin's. Hier ein Brief für dich. Sag Bescheid, falls du ihn gekriegt hast. Dein $19 Fortnite. Danke. Schöne Variable-Musik bitte und. Aufwachen hier! Bis morgens! Oh, was plaudert ihr denn da? Lass uns Regeln für das Zimmer festlegen. Oh ja, ich bin dabei! Wir sollten das Zimmer immer sauber halten. Absolut! Auch das Gasthaus sollten wir immer sauber halten. Auf jeden Fall! Und den Planeten sollten wir auch sauber halten. Nur wir beide? Nice! Die Nähe wächst. Level 4, jetzt sind wir Bekannte. Und können uns gegenseitig kümmern. Tröste einen Freund, der getroffen wurde. Wo tut's denn weh? Nice. Ja komm, wir kennen uns jetzt so gut. Jetzt können wir mal wieder tauschen. Oh, na, geht nicht, weil die beiden kennen sie doch nicht so gut. Mein Gott. Geht mal zum Ausflug hier. Bücherei, was weiß ich, let's go. Wollen wir in der Bücherei etwas lesen? Wir können die neuen Freddy Freds Bücher anschauen. Kein Kommentar, was? Fazbear Freds hieß es, glaube ich. Ist das Buch gut? Interessant. Dann will ich es auch mal lesen. Noch nicht. Kann man sein. Endlich wächst die Nähe. Level 2, endlich. Schön. Und drei AP-Bananen bekommen. Schön. Eine Clowns-Robe, die sieht richtig cool aus. Oh, gib her, Mann. Die sieht richtig nice aus. Irgendwie sieht es mit Pink besser aus, finde ich. Das passt so zum Rot. Maike will einen Bienenstich. Geil, das wäre dein Traum. Hier, hol dir deinen Traum. Den Bienenstich. Passt zu deinem Outfit. Ich hoffe, das macht ordentlich Damage. Oh ja, macht es. Nice. Wer will noch was haben? Du. Eine Donutpfanne. Okay. Ich gönne dir mal alle. Aber ganz ehrlich, ich sollte mich nicht so durchcheaten mit den ganzen Tickets, die ich mir bei Niki holen kann. Ich würde das lassen. Freddy hat bisher noch nicht gekocht, warum? Scharfer Dolch. Okay, nimm ihn dir. No. Oh, stattdessen eine MP-Bonbon aus Versehen gekauft. Aber wir kriegen dafür das Wechselgeld. Alles klar. Na dann will ich mich mal ein bisschen mit Danny anfreunden. Genau. So ist gut. Hat noch ein paar Ausflüge übrig, actually. Ja. Komm. Geh ich mit Danny zum Strand. Wollen wir an den Strand? Ein wirklich zauberhaftes Outfit. Ah, natürlich. Das sieht schön aus. Ups. Ah. Voll erwischt. Könnte mir das so sein. Wasserschlacht. Nice. Flüchtige Bekannte, die nun warnen können. Schön.
Zum Andenken kriegen wir eine Wolkenwatte. Und ihr beide geht zum Kino. Lass uns ins Kino gehen. So langsam werde ich nervös. Sicher. Was für einen Film sehen wir uns eigentlich an? Einen Krimi. Mit einem schlauen Detektiv, der die kniffligsten Fälle löst. Guck, Detektiv Conan kann an, cool. Nice. Schon Anime gucken im Kino. Plötzlich macht alles Sinn. Wie meinst du das? Maike. Du warst die Täterin. Was? Ich? Hä? Okay. Dann war Maike wohl die Täterin. 2 MP-Bonbons. Wir haben so viele von denen. Mein Gott. Na komm. Einmal Spielhalle kurz vorbeischneiden. Was gibt's denn jetzt diesmal? Nichts, was mich interessiert. Alright. Haben wir genug Geld? Nein, wir können einmal kurz Schnick, Schnack, Schnuck machen gehen. Komm, Danny, ich weiß, du kannst das. Stein! Nein, so schnell gebe ich nicht auf. Nochmal! Schnuck! Nochmal! Schnuck! Nochmal! Schnuck! Yeah! Gewonnen! Du hast gewonnen. Ja, ein Preis, nicht versprochen. Okay. Oh, ich hab Angst. Nein! Nein, mein ganzes Geld! Ah, nochmal! Nochmal! Und diesmal nehme ich die 500er mit. Gib her! Gib her! Yes! Ich hab, glaube ich, angelogen. Ich hab gedacht, ich verliere. Ich mach nochmal auf die 1000. Los! Ja! Diesmal drückst du mich nicht aus. Haha! Nein! 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 Gib mir die 1000! Ich flieh. Nice, 1000 Kohle. Komm. Haben wir schon gefuttert? Ich glaube nicht, oder? Nope. Felsenschoki-Sternchen, hart wie Felsgestein. Damit trainierst du deinen Kiefer. Okay. Schmeckte mir. Schön. Die Wolkenwatte können die anderen beiden noch essen. Maike schmeckt's. Und dem Danny ebenso. Aber Freddy, für dich habe ich leider nichts. Aber komm, let's go. Auf ein neues Abenteuer. Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Ein Mitglied deines Teams erreichte mit einem Besiegungslevel von Level 4 mit einem Mitstreiter. Cool. Ja, bei Level 4 ist man dann Bekannte. Schön. Jetzt wird nur noch ein einziges Gesicht. Und das ist das von der Grinse-Omi. So, ich werde Diki erstmal die nächsten Male ignorieren wahrscheinlich. Weil ich will mich nicht zu OP machen. Dass ich so viel Geld habe, weil ich die ganze Amiibo scannen kann. Weil ich habe noch einige, die ich scannen kann. Vor allem nach jedem Tag kann man die wahrscheinlich neu einscannen, vermute ich mal. Bestimmt weiß ich nicht, aber ich vermute es einfach mal. So, aber du kriegst dein Gesicht zurück. Schuldig ich ihm auch irgendwie. Obwohl, jetzt gemein. Egal, nimm einfach. Na, gibt hier's. Gut, das war alles. Mist. Da ist es ja wieder, mein Gesicht. Das hätte auch ins Auge gehen können. Gar nicht mal so übel, wie du das hingebogen kannst. Eine Kleinigkeit hast du dir wohl verdient. Kleinigkeit. Ja. Reden wir noch mit dem kleinen Kind nochmal. Der wollte, dass wir mit ihm reden. Yippie, juhu! Ich bin der
dunkle Fürst! Gib mir dein Gesicht! Fortnite, Fortnite, ha! Komm mal, HD ist cool! Ja, dass er den cool findet, das kann ich verstehen. Da macht er jetzt irgendwie Fortnite oder so. Ja, komm. So, jetzt geht's hier weiter in eine Höhle.